Wenn man Kinder hat, bevor ich überhaupt an welche dachte, war ich besorgt wegen der Überbevölkerung, der Umweltverschmutzung und wegen der Kriege. Und dann bekam ich plötzlich Kinder. Wenn sie klein sind, versucht man jeder Gefahr zuvorzukommen, sie zu schützen. Vor all den Fallen, die noch vor ihnen liegen. Das hält man für richtig. Und dann passiert etwas. Die Welt da draußen ist sehr, sehr beängstigend. So ist sie nun mal. Und wenn man sich wie ich immer um seine Kinder sorgt, dann kann man sich nicht einfach mal einen Tag davon freimachen. Das funktioniert nicht. Auto! Das war bloß Glück, du alter Knacker. Glück? Und nenn mich nicht alter Knacker. Überanstreng dich nicht, Dad. Das Finanzministerium geht davon aus, dass sich die Defizite in den nächsten 3 Monaten noch verdoppeln werden. Wie aus Insiderkreisen verlautet, ist schon... Hallo? Hier ist Barry, ist Ed da? Barry, hallo. Ed, na siehst du? Ed, Telefon für dich. Hallo? Ed. Hey, Barry, was gibt's? Hören Sie mir mal zu, Ed. Ich bearbeite hier gerade ein paar Anträge und da fehlen mir noch die Unterschriften. Ja, ich wollte Ihnen gleich Montag früh die Unterschriften besorgen. Montag früh erst? Das dauert viel zu lange. Das muss ein bisschen zack-zack gehen. Ich erwarte, dass Sie das noch heute erledigen. Das ist wichtig, sonst kommen die hier alle nicht weiter. Haben Sie das verstanden? Ja, sicher. Heute noch. Ed, kann ich mich auf Sie verlassen? Ja. Klar, wird erledigt. Was? Ed, nein, nicht heute. Heute Abend ist Jennas Party. Schatz, was soll ich tun? Du weißt ja, Barry ist mein Vorgesetzter. Ich werde mich beeilen. Wenn du duschen willst, tu es jetzt, dann kann ich die Badezimmer putzen. Tut mir leid, dass wir zu spät kommen. Ich konnte die Tanzprobe nicht aufhören. Das ist völlig in Ordnung. Hallo. Du tanzt wirklich wundervoll. Ich hoffe, du kommst wieder zu ihrer nächsten Aufführung. Das hier wie immer ganz entzückend geschmückt. Wenn ihr was essen möchtet, es steht alles in der Küche. Teddy! Hey, kleiner Mann, wie geht's dir? Teddy, wo kommst du auf einmal her? Glückwunsch, Schwesterchen. Hey, hey, Jay. Teddy! Teddy! Na, das ist ja wirklich eine Überraschung. Ich wollte auf keinen Fall die Geburtstagsparty meiner kleinen Schwester verpassen. Was ist passiert? Ja. Bist du verletzt? Ach was, Mom. Sie ist wie immer überängstlich. Ich habe mich nur mit kochendem Wasser verbrannt. Hat sich das mal ein Arzt angesehen? Nein, Mom, das war nicht nötig. Glaub mir. Hi, Schwesterchen. Ich freue mich riesig, und dass geht's du hier bist. Ja. Und ist der Brief angekommen? Ja, ich konnte ihn abfangen. Wo hast du ihn versteckt? Was hast du wieder angestellt? Jenna. In meinem Schreibtisch unterste Schublade. Danke, ich schulde dir was. Ja. Hey, Sean Stout ist auf der Suche nach ja? mir? Ja. Du spinnst. Na, komm schon. Teddy. Hey, Dad. Er ist gekommen, um Jenna zu überraschen. Das war eine gute Idee von dir. Was ist mit deiner Hand passiert? Er hat sich verbrüht an kochendem Wasser. Ich habe für ein paar Mitschüler Spaghetti gekocht, aber das ist nicht weiter tragisch, ehrlich. Naja, wenigstens bist du gut versichert. Ja. Wie läuft denn das Versicherungsgeschäft? Am liebsten würde immer noch Geschichtstests verbessern. Manchmal schon, ja. Und wie läuft das Schulgeschäft? Ach, naja, das Schulgeschäft ist bis auf Weiteres jedenfalls erstmal abgeschlossen. Du... Mit der Hand kann ich sowieso nicht zeichnen. Was ist mit deinen anderen Kursen? Chemie war das einzige Fach, das ich außer Kunst belegt hatte. Dafür hat es sich nicht gelohnt zu bleiben. Zum ersten Mal hast du was Vernünftiges getan und dann... Besprech das doch später, ja? Alles in Ordnung, Dad? Ach, ja. Naja, ich meinte es nicht so wie Mom, sondern ich wollte wissen, ob wirklich alles in Ordnung ist. Ach, wie heißt es so schön? Ein Tag folgt dem anderen.
Also, klär mich auf. Hast du dein Studienjahr abgebrochen? Das Semester ist ja schon zur Hälfte vorbei. Das ist in Ordnung, Schatz. Du hast ja dein Zimmer noch hier. Du kannst ja nächstes Semester wieder anfangen. Ja, mal sehen. Ich weiß noch nicht. Ich dachte, dir gefällt es dort. Der Fachbereich Kunst ist dort wirklich das Letzte. Ich höre andauernd das Wort Kunst. Ich dachte, du wolltest Architekt werden. Ich meine, das kostet uns immerhin eine ganze Stange Geld. Ed, es geht nicht immer ums Geld. Nein, ich versuche ja nur, das nachzuvollziehen. Das ist alles. Naja, ich habe mich da ziemlich eingeschränkt gefühlt. Die haben mich nicht verstanden. Die haben dich nicht verstanden? Was soll das heißen? Ich hab dich verstanden. Und zwar besser, als du denkst. Reiß dich bitte zusammen. Ich möchte das begreifen. Ich mach mir Sorgen. Tut mir leid, Dad. Ich hab dich enttäuscht. Aber das scheine ich ja ständig zu tun. Du hast niemanden enttäuscht. Es war so, die Uni... Ihr denkt natürlich, dass es bloß an mir liegt. Dass es meine Schuld ist. Das war da wirklich eine schwere Zeit für mich. Ich brauche euch jetzt, ehrlich. Mami? Mom? Ich hab ins Bett gemacht. Das macht nichts, Schatz. Glaub mir, ist okay. Halb so wild. Wie läuft's, Oma? Hey, Bruder. Bridgeports verlorener Sohn kehrt zurück. Hast du Geld mit, Teddy? Ach, ich dachte, Jeb würde mir erstmal aushelfen. Genau wie in alten Zeiten, nicht wahr? Ja. Und was steht an, Mann? Arbeitest du noch in diesem Holzlager? Ja. Ich spare ordentlich, um einen Trip nach Europa zu machen. Wirklich? Vielleicht begleite ich dich. Wir beide haben auf der Highschool schon genug angestellt. Ich hab doch nur daneben gestanden, wenn du wieder was verbockt hast. So wird's sein. Was ist mit dir, Katie? In was für hübschen Schwierigkeiten steckst du zurzeit? Bald zieh ich nach New York mit Amy Popkin. Dann kriege ich Unterricht an der Joffrey. Wow. Wie schön für dich. Ich hab dich schon immer für eine gute Tänzerin gehalten. Oh, sieh dir das mal an. Das ist doch wohl ziemlich offensichtlich. Sie versucht, meine Haarfarbe zu kopieren. Ich fass es nicht. Wer ist das? Cindy. Wer? Cindy Mann. Ach, die aus dem Kurs von Mr. Hampshire. Jetzt weiß ich wieder. Na, die hat sich ja verändert. Genauso wie du. Ja? Ja. Du warst früher so schüchtern. Naja, früher war ich auch erst 12. Komm, lass uns tanzen. Also ich hoffe, er wird früher trocken als Teddy damals. Man muss nicht immer das Schlimmste befürchten. Was will er hier zu Hause eigentlich machen? Teddy, was hat er jetzt vor? Teddy fällt schon was ein. Du würdest ihm sogar einen Mord verzeihen. Manchmal muss man seine Kinder einfach stolpern lassen. Du kannst nicht immer für sie da sein. Ich bin seine Mutter. Ich werde alles tun, was in meiner Macht steht. Fang nicht so an, Renee. Hör auf, wir leben nun mal nicht in einer perfekten Welt. Ja, Ed, das weiß ich auch. Dann hör auf, dir etwas vorzumachen. Das hat keinen Sinn. Schatz, du bist auch nur ein Mensch. Oh, Ed. Ich versuche es ja. Es lässt mich nicht los. Es wird mich nie loslassen, das weiß ich. Nach einer Weile sollte man dem Rest der Welt zeigen, dass man es vergessen hat, aber das werde ich wohl nie. Ich hätte früher kommen müssen, dann wäre er vielleicht noch unter uns. Hör auf, Schatz, das ist nicht wahr. Doch, ich weiß es. Ich weiß es.
Schätzchen? Entschuldige, Mom, ich wollte dich nicht wecken. Hast du auch nicht. Du kennst mich ja. Ich kann erst schlafen, wenn meine Kinder zu Hause sind. Hast du dich heute amüsiert? Mhm. Tja, dann. Gute Nacht, Teddybär. Willkommen. Ich hab dich lieb. Ich hab dich auch lieb, Mom. Gute Nacht. Ich muss los. Was ist dein Pausenbrot? Hey, diese Fotos hier, wann wurden die geschossen? Nicht so feucht. Und ihr kommt auf direktem Weg nach Hause? Ja, ja, wie immer. Und, was hast du heute vor? Ich dachte, ich fahre vielleicht nach New York. Ich wollte mir da mal die Kunstschulen ansehen. Außerdem überlege ich, ob ich mehr in die Werberichtung gehe. Teddy, naja. Bring mir deine schwarzen Jeans. Ich jag jetzt die schwarze Wäsche durch. Die habe ich in der Uni gelassen. Hattest du sie nicht gestern noch an? Woher plötzlich dieser Kunstfimmel kommt. Ich habe nur laut gedacht. Nein, sprich dich aus. Hätte ich von dir gar nicht erwartet. Ach so, klar, ich verstehe. Er war derjenige, der die Veranlagung für Kunst hatte. Was auch sonst, er malt mit drei ein paar Fingerfarbenbilder und schon ist der Picasso. Hey, ich habe eine wunderbare Idee. Du begleitest mich ins Geschäft, Teddy. In den Sommermonaten brauchen sie immer viele Verkäufer, hm? Na, das klingt doch vernünftig. Klar, Mann, wieso nicht? Mike, Hank, kommt rein, bitte. Ihr kennt Detective Ferguson? Mike hat schon oft bei uns gegessen. 4-Sterne-Küche. Stimmt was nicht? Seit gestern Abend vermissen wir Katie. Keiner weiß, wo sie ist. Katie? Sowas? Sie übernachtet vielleicht bei einer Freundin oder... Manchmal, na ja, vergessen Kinder die Zeit. Ihr wird schon nichts passiert sein. Also bisher hat sie eigentlich immer angerufen. Teddy, du warst doch gestern Abend mit ihr in der Bar, oder? Ja, ich habe sie da getroffen. Und hast du auch gesehen, wie sie gegangen ist? Ja. Haben Sie schon mit jemandem gesprochen? Ja, mit den Barleuten und Jeb. Vielleicht ist sie mit zu Jeb gegangen. Allerdings hatten Jeb und Katie gestern Abend Streit. Sie rannte raus zum Parkplatz und danach habe ich die beiden auch nicht mehr gesehen. Und wie lange warst du noch da? Ich würde mal sagen, so 15 Minuten, länger nicht. War Jeb betrunken? Er hat eine Frage gestellt, Teddy. Ach, nein. Nein, wenn ich mich recht erinnere, hatte er nicht mehr Intus, als er verträgt. War er denn auffallend verwirrt, aufgeregt oder in Rage? Jeb? Jeb ist Jeb. Naja, er verliert schon mal den Kopf. Die Leute bezeichnen ihn eigentlich... Dad, wie sagst du immer, er ist so ein lebhafter Typ. Aber er war nicht außer Kontrolle, wenn Sie das meinen, nein. Gut. Wenn wir noch weitere Fragen haben, rufen wir dich an. Danke. Danke, Irene. Kopf hoch. Okay. Sagte, Sie hätten den Laden total umgekrempelt, Mr. Emil. Und das sieht man auch, er ist fantastisch geworden. Oh ja, dank Ihrer Mutter, sie ist unermüdlich. Wir sind sehr froh, dass sie wieder ganztags für uns arbeitet. Dank meiner Uni-Gebühren. Oh, sie hat ihre Abteilung sehr gut im Griff, kann man gar nicht anders sagen. Und jetzt gehen wir mal in mein Büro und reden etwas über Sie. Ja, mit Vergnügen. Du hast Glück. Teddy sucht wenigstens nach einem Job. Valerie hat ihren gekündigt. Sie hat das Haus nicht mehr verlassen, seit dieser Greg mit ihr Schluss gemacht hat. Sag mal, wir könnten doch Teddy und Valerie miteinander verkuppeln. Wenn ihn das von New York fernhält, bin ich dafür. Musik.
sollten wir feiern. Ja, lass uns Sushi essen gehen. Ich dachte eigentlich mehr an etwas Gekochtes. Ed? Nach einer dramatischen Suche von 36 Stunden wurde heute am späten Nachmittag die Leiche der 17-jährigen Katie Whitehead von speziellen Suchmannschaften der Polizei im Wald gefunden. Ersten Polizeiberichten zufolge verstarb das Mädchen durch mehrere Messerstiche. Als sie im Nussknacker getanzt hat, bekam sie einen Bericht im Examiner. Die sagten, sie wäre das. Du hast sie doch gesehen. Es tut mir leid. Es tut mir so leid. Man denkt, so etwas Schreckliches würde nie passieren. Und dann bist du selbst betroffen. Ich weiß. Ich weiß. War die Polizei schon bei dir? Jedenfalls nicht offiziell. Die kommen noch. Schon bald. Ich hoffe, dann hilfst du mir. Ich brauche deine Hilfe. Erzähl ihnen, ich habe die Bar vor ihr verlassen. Ich weiß nicht. Jack. Teddy. Die Sache Teddy, ist richtig Teddy, ernst, sag das ja, macht es Teddy, nur noch schlimmer. Also Teddy, hilf mir. Ach, die denken doch nur, dass du vor der Bar auf sie gewartet und in deinem Nein. Wagen mitgenommen hast. Das ist nicht weiter Nein, tragisch. Das ist nicht gut. Erzähl ihnen, du hast mich gesehen, wie ich wegfuhr. Und zwar allein. Komm schon, bitte. Teddy. Bitte. Na schön. Na schön, ich mach's. Okay. Von 36 Stunden wurde heute am späten Nachmittag die Leiche der 17-jährigen Katie Whitehead von speziellen Suchmannschaften der Polizei im Wald gefunden. Ersten Polizeiberichten zufolge verstarb das Mädchen durch mehrere Messerstiche. Von 36 Stunden wurde heute am späten Nachmittag die Leiche der 17-jährigen Katie Whitehead von speziellen Suchmannschaften der Polizei im Wald gefunden. Ersten Polizeiberichten zufolge verstarb das Mädchen durch mehrere Messerstiche. Whitehead von speziellen Suchmannschaften der Polizei im Wald gefunden. Ersten Polizeiberichten zufolge verstarb das Mädchen durch mehrere Hey Teddy, das reicht jetzt. Wozu hast du das aufgezeichnet? Ah je, wir sind alle mit ihr aufgewachsen. Und jetzt ist sie tot. Sie ist einfach weg. Schnallst du das, Dad? Es ist nicht nötig, so mit deinem Vater zu reden. Erzähl mir nicht, dass ich es nicht verstehe. Hank und Sheila haben ein Kind verloren. Es steht dir nicht zu, so mit mir zu sprechen. Denn deine Mutter und ich haben auch schon ein Kind verloren. Oh Gott, das hätte Jana sein können. Na, schönen Dank auch. Jana? Es tut mir leid. Das hättest du nicht sagen sollen. Ich gehe zu dem Jubiläum. Wir feiern mein Einjähriges. Also bis nachher. Soll ich dir die Hand frisch verbinden, Teddy? Die ist verheilt. Ach, übrigens, die Telefonrechnung ist gekommen. Auf der Liste stehen einige 900er-Nummern. Warst du das? Wie kommst du ausgerechnet auf mich? Diese Anrufe fanden statt, als du das letzte Mal hier warst. Und das bedeutet, dass sie von mir sind? Na schön, ich bezahle sie.
Was verbirgt sich dahinter? Etwa diese technischen Serviceleitungen oder was? Ich dachte, die Nummern der Computerfirmen fangen alle mit 800 an. Nein, das sind keine Computerfirmen, Mom. Ach, was denn dann? Mom, ich sagte, ich beteilige mich an der Rechnung, ja? Ich hasse es, wenn du irgendwelche Dinge verheimlichst. Wer verheimlicht was, hä? Ich weiß auch nicht. Du benimmst dich eigenartig. Also gut, diese Nummern wählt man für Telefonsex. Weißt du, ich bin kein Perverser oder so. Ich war nur neugierig. Und jetzt ist es mir sehr peinlich. Ich gebe dir das Geld dafür. Vergiss es. Du denkst doch nicht, dass ich irgend so ein Problem habe, oder? Nein, das tue ich nicht. Du hast nicht irgend so ein Problem. Ich mag keine Geheimnisse oder Betrug. Und das weißt du. Mein Name ist Ed und ich bin Alkoholiker. Gestern, vor genau einem Jahr, habe ich das letzte Mal was getrunken. Vorbildlich. Jeder weiß, dass einem das Trinken durch manche Vorfälle in der Familie als leichtester Ausweg erscheint. So war es auch bei mir, eine Weile lang. Aber die Probleme waren ja immer noch da. Nur ich nicht. Jedenfalls nicht für meine Frau und meine Kinder. Aber mit ihrer Unterstützung habe ich den Ausstieg gefunden. Und ich danke auch meinem Mentor Mike, dass er für mich da war. Und auch Ihnen, dass Sie für mich da waren. Und für Ihre Unterstützung. Und ich trinke auf weitere nüchterne 24 Stunden. Es tut mir leid, dass ich mich verspätet habe, aber du weißt ja, dieser Fall. Ich bin ja nun wirklich schon lange Polizist, aber das hier... Sonst haben es diese Irren auf Prostituierte oder so abgesehen und nicht auf unschuldige junge Mädchen. Für mich unbegreiflich, dass sowas hier in Bridgeport passiert ist. Die Psychologen vom FBI sagen, diese Tötung weist charakteristische Merkmale eines rituellen Mordes auf. Dieser Kerl geht auf eine ganz bestimmte Art vor, wenn er tötet. Sex? Nein, nein, darum geht es nicht. Keine Anzeichen einer Vergewaltigung. Nein, es geht mehr um Macht und Kontrolle. Die Ausübung von Macht und Erniedrigung. Ich will mir das gar nicht vorstellen. Die Ärmste, ihre letzten Momente. Naja, es ging schnell, sagt der Gerichtsmediziner ein. Stich direkt ins Herz. Jedenfalls hatte ihr danach Kreuze in beide Augen geritzt. Oh Gott. Ja, und dann ihre Haare abgehackt. Ihren Freund, kennst du den schon lange? Jeb? Ja. Ja, schon seit seiner Kindheit. Er ging bei uns ein und aus. Also du denkst doch nicht, dass er... Ach was, ich weiß nicht, was ich denken soll, Ed. Ich weiß es wirklich nicht. Ich bin seit 8 Jahren trocken, aber diesmal hätte ich gern zur Flasche gegriffen. Ich weiß nicht, wie lange ich das noch ertrage. Wir beide werden älter und älter. Was soll ich denn jetzt machen? Teddy? Telefonierst du? Ja. Brauchst du's? Nein, das kann warten. Nichts verheimlichen. Sag mir ganz genau, was du gesehen hast. Ich habe Ihnen schon alles erzählt. Komm schon, Teddy. Kann das nicht warten? Nein. Wenn du mir etwas zu sagen hast, dann mach es lieber jetzt. Erzähl mir was von Jeb. Naja, er ist völlig am Ende, weil alle glauben, dass er es getan hat. Sagt er das? Ist doch gut, Junge. Wovor hast du Angst? Wir beide kennen uns doch schon lange. Wenn es nicht wichtig wäre, würde ich dich nicht fragen. Also erzähl mir von Jeb, raus mit der Wahrheit.
wird alles daran setzen, nicht zu finden. Er hat verlangt, dass ich für ihn lüge. Wie ein Fluch auf unsere Stadt. Er wollte, dass ich erzähle, dass er vor Katie weggefahren ist. Und das kann ich nicht. Das kann ich doch nicht tun. Also, die beiden fuhren zusammen weg und da habe ich sie auch das letzte Mal gesehen. Na siehst du, Teddy. Vielen Dank. Das wollte ich nur hören. Lass uns zu ihrem Haus fahren. Zu Großmutters Haus? Nee, bitte, nur wir zwei, ja? Oh, ich weiß nicht, ob dein Vater damit einverstanden ist. Nein, nein, nur wir beide. Ich möchte damit nie allein sein, okay? Wir fahren heute Abend hin und kommen morgen schon zurück. Bitte, Mom. Wir sollten alle fahren. Aber er will mit mir allein sein. Mach es mir nicht so schwer, Ed. Ja, ich bitte dich. Ich bin einfach nicht der Ansicht, dass das die gesündeste Art der... Verstehst du nicht, was ich meine? Er ist sehr zerbrechlich. Katies Tod hat ihn zutiefst schockiert. Das hat uns alle hart getroffen. Rini, er ist fast 20, Ed, da fährt man er nicht er will reden. Nur reden. Er soll immer zu mir kommen können, egal worum es geht. Gott, Teddy und ich haben so viel miteinander durchgemacht. Ja, das weiß ich doch. Komm schon, Mom, fahren wir. Die ganze schwere Zeit. Er war meine einzige Hilfe. Tja, ich wünschte, ich hätte auch so ein gutes Verhältnis zu ihm. Wie sollte das gehen? Schon gut. Ich lag oben flach und hatte das Gefühl, dass ich das Zimmer drehte. Aber obwohl ich voll war, bekam ich mit, dass meine Familie ihr Leben weiterlebte ohne mich und dass er oft meine Pflichten übernehmen musste. Rini, du weißt doch, wieso ich anfing zu trinken. Du weißt, wie sehr mich Joeys Tod aus der Bahn geworfen hat. Ich war dabei. Du hast das auf deine Art bewältigt. Wenigstens habe ich immer in meinem eigenen Bett geschlafen und nicht in einem anderen. Ich werde mich auf dieses Spielchen nicht mit dir einlassen, Ed. Schon klar. Du kannst es nicht. Morgen sind wir wieder da. Spät. Sagst du ihm das mit der Hütte? Tja, das werde ich wohl müssen. Fahr vorsichtig. Mal gründlich sauber gemacht werden. Großmutter hat uns in diesem Sessel früher immer vorgelesen. Ich wünschte, sie wäre noch hier. Ach, Schatz. Ich glaube, sie war bereit zu gehen. Ja, aber ich war nicht bereit. Manchmal denke ich, dass sie die Einzige war, die mich wirklich erkannt hat. Sie wusste immer gleich, was los war. Sie wusste, was in mir vorging. Manchmal habe ich schon gedacht, sie kann Gedanken lesen. Das stimmt. Sie war einmalig. Ja, das war sie.
Das war sie wirklich. Jetzt ohne sie fühle ich mich sehr allein. Ich weiß nicht, ob ich so eine Beziehung noch mal zu jemandem haben werde. Vermisst du sie denn nicht? Doch, natürlich. Sie war meine Mutter. Was für eine Frage. Ich mache uns ein Feuer. Vielleicht bleibe ich eine Weile hier. Ich meine, ihr nutzt die Hütte so gut wie gar nicht. Oh, Schatz. Ich weiß nicht so recht. Wieso? Ich kann mir doch auch hier in der Gegend einen Job suchen. Dein Vater und ich wollen... Hier muss erst mal renoviert werden und dafür haben wir im Moment nicht das Geld. Das lässt meine Sorge sein. Ich werde hier renovieren. Teddy, es geht nicht nur darum. Unsere finanzielle Lage ist nicht besonders rosig und wir müssen das Häuschen wohl verkaufen. Wir haben keine Wahl. Doch, doch, natürlich. Ihr wollt es nur nicht behalten. Teddy, glaub mir, wenn du wir möchtest könnten... damit deine Erinnerung auslöschen. Du verstehst das nicht, Mom. Das ist für mich der einzige Ort. Klar? Nie denkst du an mich, wenn es um solche Dinge geht. Du wirst niemals so sein wie sie. Das kannst du laut sagen. In ihren Augen war ich nie gut genug. Großmutter hat die Wahrheit gesehen, Mom. Du siehst alles so, wie du es brauchst. Das geht jetzt aber zu weit. Du hast dieses Bild hier drin und... Jedes Mal, wenn du mich ansiehst, habe ich das Gefühl, du willst Joey sehen. Teddy, aber bitte, ich habe auch ein Leben, Mom. Das weiß ich. Was ist mit mir? Ich habe auch ein Leben. Selbstverständlich hast Mann, du das. Dad und du endlich auf, es mir kaputt zu machen. Danke. Schönen ich danke Tag noch. Und? Wie findest du das? Die Eltern werden Herzanfälle bekommen, wenn sie die Kreditkartenabrechnungen sehen. Ich rede doch von Teddy und Belle. Sie haben sich getroffen. Das hat er mir nicht erzählt. Oh, tja, es gibt wohl Dinge, die ein Sohn seiner Mutter einfach nicht erzählt. Hast du das gesehen? Sieht ja scharf aus. Und das in Bridgeport. Oh Gott, was ist das? Ein Sexkaufhaus? Sieh da einfach nicht hin, Elizabeth. Du meine Güte, das ist ja ein Skandal, genau. Oh, das ist ja eine heiße Sache. Junger Mann, was hat denn das hier zu tun? Gut, hä? Das wird einen Auflauf verursachen. Teddy, hören Sie auf! Man wird die Bude stürmen, das verspreche ich Ihnen. Schon sofort! Das ist wie in diesem Laden in New York, in dem die Scheiben eingeschmissen wurden. Das hat ordentlich Interesse erregt. Wir sind hier nicht in New York! Ich will das hier nicht haben. Und jetzt werden Sie das sofort rückgängig machen. Aber schnell! Das war preisgekrönt. Sie verlassen jetzt dieses Schaufenster. Ich will Sie hier nie wieder sehen. Raus! Komm zu Hause, Meister. Sag mir, was ich jetzt machen soll. Hm? Hey, Scotty. Was treibst du denn da? Los, raus hier, aber schnell! Dad? Wo ist Teddy? Der ist, glaube ich, ausgegangen. Ist Mom immer noch arbeiten? Du und Scott, ihr macht euch jetzt fertig, dann gehen wir essen. Na los! Thank you.
würde ich gern mal in die Finger kriegen. Wie wär's, wenn ich's dir schneide? Dafür kenne ich dich noch nicht lang genug, aber ich wette, du kannst das sehr gut. Naja, für ganz normale Kunst habe ich überhaupt keine Ader. Das ist meine Kunst, sagen alle. Und irgendwann eröffne ich mal einen Salon. Das solltest du unbedingt tun. Ich denke, dass jeder Mensch eine Ader für Kunst hat. Man muss sie nur irgendwie freilegen. Also, wenn das so ist, dann muss sie bei mir sehr tief begraben sein. Genau. Sie wurde sicherlich irgendwann mal abgewürgt. Ich nehme mal an, ein Lehrer oder vielleicht deine Eltern haben deine Entwicklung gehemmt und dir erzählt, du wärst nicht gut genug. Ich vermute, du hast einen Bruder oder eine Schwester, die alles besser konnten als du. Und deshalb hat nie jemand mitgekriegt, was du so drauf hast. Teddy, ich arbeite seit 10 Jahren in diesem Laden. Ich kann mich dort nie wieder blicken lassen. Na und? Ich gehe auch nicht mehr hin. Mom, du findest was Besseres zum Arbeiten für deine Talente. Es geht dich gar nichts an, wo deine Mutter arbeitet. Das war unentschuldbar. Hör auf, du musst deswegen nicht gleich übertreiben. Was soll das? Tu ich ja nicht. Du lässt deinen Computer laufen und treibst mit irgendeiner Schlampe aus dem Internet durch die Leitung dreckiger Pornospielchen. Du warst in meinem Zimmer? Spiel dich bloß nicht so auf. Ich gehe doch auch nicht in dein Zimmer ohne Erlaubnis. Dein kleiner Bruder ist auf diesen Dreck gestoßen, als er dort gestöbert hat. Es hat sich hier einiges geändert. Ich trinke nicht mehr und wir versuchen, diese Familie wieder aufzubauen. Ja. Ohne mich. Das kannst du nicht sagen. Macht mir doch nichts vor. Euch wäre doch am liebsten gewesen, wenn ich damals abgefackelt wäre. Ich wünschte auch, ich wäre draufgegangen. Teddy, wie kannst du so etwas tun? Wenn Joey das Feuer nicht gelegt hätte, dann wäre er immer noch hier. Und er wäre auch immer noch euer Liebling. Hör auf damit. Jetzt mach mal einen Punkt. Ich weiß, wie viel Joey euch bedeutet hat. Nein, es geht nicht um ihn. Es geht um dich. Und darum, dass du die Verantwortung für dein eigenes Handeln übernimmst. Also, jetzt hör mir gut zu. Entweder ordnest du dein Leben und suchst dir einen Job. Einen Job, den du behältst, oder? Oder was? Oder was, Dad? Wirfst du mich sonst raus? Ja. Nein, niemand wirft hier jemanden raus. Ich lasse nicht zu, dass es so weit kommt. Du hast recht, Mutter. Sonst bekommt am Ende von uns jemand einen völlig falschen Eindruck. Teddy, es reicht. Wirklich widerlich. Das zerstört noch das perfekte Bild von unserer perfekten kleinen Familie. Teddy! Ist doch lachhaft. Hier ist der Anschluss der McNairs. Bitte hinterlassen Sie eine Nachricht. Hier spricht Calvin Richards, der Dekan des Southwestern Connecticut Colleges. Ich möchte mit Ihnen über Ihren Sohn Teddy sprechen. Bitte rufen Sie mich unter der Nummer. Hallo? Hier ist Irene McNair. Nein. Einen Brief haben wir nie erhalten. Ach, wirklich? Ich habe heute meinen freien Tag. Ich könnte in ein paar Stunden da sein. Bis dann. Und danke. Stimmt was nicht? Alles in Ordnung. Diese Ofendämpfe. Er ist überall durchgefallen? So, seine Hand ist verbrannt, also ihn trifft keine Schuld, er konnte nicht zeichnen. Ja, aber das hatte nichts mit der Entscheidung von Dekan Richards zu tun. Teddy ist auch ein paar Mal hier vorgeladen worden. Wir wollten ihm verdeutlichen, wie sehr uns das hier alles besorgt. Mr. Atkins, wenn Sie vorhaben, Teddy von hier zu verweisen, dann könnte Dekan Richards mich doch wenigstens selbst empfangen. Ich sagte Ihnen ja schon, dass Dekan Richards im Moment nicht verfügbar ist. Ich bin sein Vertreter, also fällt dieses Problem auch in meinen Kompetenzbereich. Was für ein Problem denn? Mrs. McNair, es ist so, wir haben Teddy bereits relegiert. Das ist eine Zwischenprüfungsarbeit, die er im Fachbereich Werbedesign eingereicht hat. Die Kursleiterin hat versucht, ihm bessere Inspirationen zu geben, aber als sie das tat, ist er völlig aus der Haut gefahren. Sie meinen damit, er stimmte mit ihr nicht überein? Nein, ich meinte, er wurde ziemlich ausfallend. Teddy? Was gefiel ihr nicht an der Arbeit? Das ist gar nicht so wichtig. Begreifen Sie doch, er brüllte erst rum, verbal, und dann bedrohte er sie. Bitte, das ist doch... Er sagte, dass sie ihn nicht verstehen würde, dass sie seine Visionen nicht erkennen könne. Dass sie ihn nicht verstehen würde, das wiederholte er noch einige Male. Dann schleuderte er einen Stuhl gegen die Wand. Hören Sie, wenn es hier Probleme gab,
Wenn Teddy hier Probleme hatte, weshalb wurde ich da nicht informiert? Ich glaube, Sie wurden informiert. Wir wurden nicht informiert. Ich vermute, er war hier falsch aufgehoben. Es tut mir leid, aber ich muss jetzt gehen. Wir veranstalten eine Gedenkfeier bei Kerzenlicht für eine unserer Studentinnen, Deirdre Cobb. Oh, das wusste ich nicht. Mein Gott, was für eine schreckliche Sache. An. Diese Filme haben wir uns schon lange nicht mehr zusammen angesehen. Ach, sieh dich nur an. Du hast nie Ruhe gegeben. Man sieht es deutlich in deinem Gesicht. Da. Immer hattest du Angst, wir würden da runterfallen. Ich wollte euch auffangen. Das war etwas, das in meiner Macht stand. Unter meiner Kontrolle. In den Nachrichten kam ein Bericht über eine Sechsjährige, die in ihrem Zimmer einen Kopfkissenbezug voll Waffen hatte, um ihren Bruder zu töten. Oh Gott, Mom. Verrückt ist das. Teddy? Dekan Richards hat angerufen. Ich war heute da und habe mit Dekan Atkins geredet. Er hatte da ein ganz ekelhaftes Bild, das du gemacht hast. Mom. Was für den einen Kunst ist, ist Schatz, für den anderen... Schatz, lass es sein. Ich habe es selbst gesehen. Das war Teil eines Projekts. Und es war unglaublich gut. Es war unglaublich gut, aber niemand wollte es näher betrachten. Er hat mir erzählt, du wärst überall durchgefallen und du wurdest rausgeschmissen. Teddy, was ist mit dir los? Ich muss es wissen, also sag es mir doch. Ich war schon öfter beim Psychiater. Das hast du mir nie erzählt. Du wolltest es nicht hören. Er sagte, das geht bis in meine Kindheit zurück. Natürlich. Natürlich. Endlich ab.
lehnt mich ab. Sie tut es schon wieder. Weil ich damals überlebt habe. Das macht mich krank. Ich habe es so satt. Baby. Weint nicht so viel. Papa kauft dir ein hübsches Spiel. Joey. Oh, Joey. Kannst du mich zur Arbeit fahren? Teddy ist schon los zu einem Vorstellungsgespräch. Natürlich, ich habe erst nachmittags einen Termin. Aber wenn du willst, rufe ich da auch an und sag ihnen, dass du dich nicht wohlfühlst. Ich schaff das schon. Ich weiß auch nicht, was das ist. Plötzlich stehe ich völlig neben mir. Aber ich komme wieder auf die Beine. Jeb wurde verhaftet. Oh mein Gott. Aber Mike sagte doch, dass sie ihn gar nicht verdächtigen. Ich weiß auch nicht. Da steht, sie haben genügend Beweise, um gegen ihn Anklage zu erheben. Jeb. Der kleine Jeb. Ist fast bei uns aufgewachsen. Jetzt solltest du unter dieses Meisterwerk noch deinen Namen setzen. Na los, schreib ihn hin. Gut. Wie wär's, wenn wir auch Joeys Namen dahin schreiben? Das würde ihm gefallen. Ich kann nicht über Joey reden. Ich mag es nicht. Ach, Blödsinn. Natürlich kannst du. Mit mir kannst du über Joey reden, wann immer du willst. Hör zu, Joey war doch dein Bruder. Dein eigener Zwillingsbruder. Und nur weil er nicht mehr unter uns ist, bedeutet das noch lange nicht, dass er nicht an uns denkt. Der kleine Joey ist immer bei dir. Und weißt du was? Wenn du dich einsam fühlst und mit ihm reden möchtest, dann musst du nur deine Augen schließen und schon wird er da sein. Willst du es mal versuchen? Teddy, hey! Komm schon! Ich will nicht gehen. Bitte lass mich nicht fort. Ich will nicht gehen. Bitte lass mich nicht fort. Bitte lass mich bei dir bleiben, Großmutter. Bitte. Hast du ihm in diesem Zustand etwa erlaubt, dich und das Baby zu fahren? Er kann fahren, Mom. Er hat nur eine Erkältung. Komm schon, Teddybär. Wir wollen gehen. Unsinn. Er ist betrunken. Ach, lass mich doch in Ruhe, Elizabeth. Ich rede mit meiner Mutter, Ed. Also misch dich da nicht ein. Es ist alles in Ordnung, Mutter. Du machst dir zu viel Teddy, Sorgen. Komm jetzt. Lass uns abzischen. Ruhig, kleines Baby, wein nicht zu viel. Papa kauft dir auch ein hübsches Spiel. Und wenn dieses Spiel dann nicht für dich singt, dann wirst du von Oma mit Liebe umringt. Ich möchte, dass du die gut aufbewahrst. Du darfst sie behalten. Weißt du, was das bedeutet? Dass deine Großmutter und du immer zusammen sein werden. Denn wir sind ganz besondere Freunde. Finden Sie nicht? Wie in einem Film von Merchant Ivory. Das ist wirklich idyllisch hier. Ja, diese Ruhe finden Sie sonst nirgendwo.
hallo. Leonard Drake von Caulfield Immobilien. Die Herrschaften wollen sich das Haus ansehen. Komischer Typ. Und wer bitte sind Sie? Ich bin niemand. Ah, ja. Okay. Wenn Sie wollen, können wir dann reingehen. Oh, sehr schön. Gern. Von außen macht es ja einen ganz passablen Eindruck. Ach, wirklich? Und diese Leute sind bereit, ein Angebot zu machen? Leonard, das ist ja wunderbar. Ja, ich schreibe mit Ronald Hauser aus Fairfield. Ja, morgen Abend würde uns passen. 7 Uhr. Nein, kommen Sie einfach vorbei. Na, großartig. Danke. Du wirst mir jetzt erklären, was das in deinem Schrank da ist. Sag mir, was das in dem Schrank da soll. Na los, sag es mir. Was hat das zu bedeuten? Mom? Jetzt mach schon raus mit der Sprache. Sag schon. Nein, du kannst mich mal. Du hast doch keine Ahnung. Was fällt dir ein, hier rumzuschnüffeln? Irene? Ed, wieso geht der in mein Zimmer? Hat denn hier niemand auch nur ein bisschen Respekt vor dem... Komm her, sieh dir das an. So kann man doch nicht zusammenleben. Erklär mir, wie man so zusammenleben soll. Du wirst nie wieder in mein Zimmer gehen. Wir werden das diskutieren und uns darüber jetzt unterhalten. Jetzt holen wir erstmal alle tief Luft und dann klären wir alles Weitere. Sie steht hier rum und spioniert mir nach. Kannst du nicht leben. Verdammt! Ich weiß einfach nicht, was das soll. Das ist nicht zu verstehen. Man liest ja über solche Dinge, dass Jugendliche von dem Tod ihrer Freunde nicht mehr losgelassen werden. Katys Tod und dann der Tod dieser Studentin. Naja, das hat ihn ziemlich mitgenommen, denke ich. Ich weiß nicht, was ich machen soll. Er hatte ja schon früher Probleme, aber nichts in der Art. Er ist krank und braucht unbedingt Hilfe. Irgendetwas ist faul. Irgendetwas ist oberfaul, wenn du mich fragst. Teddy, hast du was angestellt? Was Schlimmes? Ja, was sehr Schlimmes. Teddy, was ist los? Hey, vergiss es einfach, okay? Und wenn ich das nicht kann? Oh, Schwesterherz. Um es kurz zu machen, die wollen mich hier nicht haben, klar? Aber, Teddy, ich will nicht, dass du uns verlässt. Schon gut. Hör zu. Nur weil ich nicht hier bin, heißt das nicht, dass ich nicht an dich denke. Klar? Ich werde auch in Zukunft immer bei dir sein. Merk dir das ganz genau. Also, wenn du dich mal einsam fühlst und mit mir reden willst, schließ die Augen und schon bin ich da. In Ordnung? Ja, etwas ist faul. Irgendetwas stimmt nicht. Und ich weiß nicht, was es ist. Ed. Ich weiß nicht, ob ich das wieder hinkriege. Als erstes braucht der Junge Hilfe. Jeder von uns braucht irgendwann mal Hilfe, also holen wir uns welche. Wir werden ihn doch jetzt nicht im Stich lassen. Was ist los, mein Schatz? Teddy. Er ist gegangen. Teddy? Teddy, bitte. Komm zurück, Schatz. Lass uns doch darüber reden. Nein, es ist besser, wenn ich einfach verschwinde. Das ist nicht besser. Das ist für niemanden besser. Bitte, wir wollen, dass du wieder zurückkommst. Hör zu, Junge. Niemand ist perfekt. Und ab und an, also jeder Mensch oder jeder von uns tut doch gelegentlich etwas oder hat irgendwelche Gedanken oder, naja,
stellt etwas an, was uns sehr beschämen würde oder mehr als peinlich wäre, wenn jemand anderes davon erfährt. Weißt du, wir wollen dir keine Standpauke halten oder so. Wir wollen nur mit dir über alles reden, und zwar ganz offen. Das Wahrheitsspiel. Ja, das Wahrheitsspiel, genau. Es war falsch von mir, einfach in dein Zimmer zu gehen. Und dafür möchte ich mich entschuldigen. Aber ich habe es getan. Und jetzt sollten wir darüber reden. Gut, von mir aus können wir uns über alles unterhalten. Was war in der Uni los, Teddy? Was da los war? Es fällt mir sehr schwer, mir ein Bild davon zu machen. Warst du einsam? Deprimiert? Nein, Mom. Ich war der beliebteste Kerl auf dem Campus. Ich werde dir sagen, was los war. Dieses Miststück von Kunstlehrerin hatte keine Ahnung, denn Kunst war für die Frau nichts weiter als kitschige Grußkarten. Aber das hat doch mit Kunst nichts zu tun. Sie hat sich über mich lustig gemacht. Sie sagte, ich hätte kein Talent. Das ist doch nicht wahr. Ach, und woher willst du das wissen? Naja, das war eben falsch. Das hätte sie niemals sagen dürfen. Immerhin hat sie etwas gesagt. Ich meine, das war meine Chance. Versteht ihr, das war meine Chance, dass endlich mal jemand auf mich aufmerksam wird, dass endlich mal jemand sieht, dass ich überhaupt etwas tauge. Ich schlage vor, wir suchen uns einen Profi, der uns hilft. Uns dreien gemeinsam. Ach, na, das bringt's ja sicher. Seid ihr nach Joeys Tod auch zum Seelendoktor gegangen? Nein. Nein? Oder vielleicht nachdem Mom angefangen hat, diesen Fimmel auszuleben? Das geht dich gar nichts an. Oh, wenn uns das hier alle etwas angeht, dann geht mich das doch wohl auch etwas an, oder nicht? Also wie kommt es, dass ihr euch jetzt dafür interessiert? Das war doch früher ganz anders. Ja, früher, da war ich auch... Nein, sag nichts. Ich weiß schon, Dad. Meistens musste ich hier abends den ganzen Laden dicht machen. Also, ich versuche nur die Frage zu klären, wieso jetzt? Weil diese... Diese Gedanken, die du hast... Du kennst meine Gedanken nicht, Mutter. Niemand kennt meine Gedanken. Naja, aber ich sehe doch, dass du was hast. Und das macht mir große... Etwas stimmt nicht, Schatz. Das sehen wir. Dein Vater und ich sehen das. Und wenn wir uns zusammentun, können wir das ändern. Dann lass es uns tun. Das machen wir drei zusammen. Wir drei zusammen, ja. Hey, soll ich dich bei der Arbeit absetzen? Ich brauche nämlich deinen Wagen. Hi, ja. Ich wollte hier nur etwas aufräumen. Der gehört Valerie. Sie muss ihn im Auto verloren haben, als wir neulich Abend aus waren. Oh, dann gebe ich ihn einfach Brenda. Nein, das brauchst du nicht. Weißt du, heute Abend sehe ich sie sowieso. Mhm. Bis gleich. Gefällt Ihnen das so? Ja, es wird ganz schön. Ich finde auch. Schmerzen Sie doch mal nicht. Ja, das muss noch mal etwas.
erste von denen ist 10-mal besser als die hier. Hast du die erste? Nein. Dann würde ich die erste kaufen. Wirklich? Habe ich dich etwa je angelogen? Wir beide kennen uns doch gar nicht. Doch, jetzt schon. Ich bin froh, dass du deine Haare so lang gelassen hast. Sind genau richtig so. Ach, warst du auch gerade beim Friseur? Nein, nein, ich lief nur so vorbei. Und dann sah ich dich und dachte, na, so eine Überraschung. Kenne ich dich nicht doch irgendwo her? Das glaube ich nicht. Aber das lässt sich ja ändern. Valerie, Tag. Hallo. Ah, Sie haben ein paar Schnäppchen gefunden. Ja, und mit Moms Rabatt sind Sie sehr günstig. Wo ist sie? Sie hat Pause. Oh, ich habe Ihren Ohrring gefunden. Diesen silbernen Türkisen. Sie werden ihn im Auto verloren haben, als Sie mit Teddy aus waren. Solche Ohrringe habe ich gar nicht. Der muss jemand anderem gehören. Gibt es jemanden, dem er gehören kann? Nein. Oh nein. Den wird eine von Jennas Freundin verloren haben. Ja, genau. Dann ist Mom in der Kantine? Ich glaube schon. Gerade läuft ihre Serie. Danke. Sagen Sie Teddy bitte, dass ich um 8 soweit bin. Bis morgen, Irene. Ach, warte nicht. Ich fahre dich wirklich gern nach Hause. Kein Problem. Nicht nötig. Teddy kommt gleich, aber vielen Dank. Ganz sicher? Ja. Bis morgen. Okay. Schönen Tag noch. Ja, mach's gut. Wahrscheinlich ist der Makler bereits längst da. Ich sagte doch, tut mir leid. Nirgendwo bin ich bisher auf so offene Ohren gestoßen wie bei Ihnen. Und dann kamen diese forensischen Psychologen vom FBI. Wirklich erstaunlich. Die meisten glauben ja nicht an das, was die machen. Aber ich schon. Die müssen nur den Tatort sehen und schon können sie ein Profil des Täters erstellen. Genauso wie ein Arzt eine Krankheit anhand einiger weniger Symptome erkennt. Und das wäre? Es handelt sich nicht um Zufallsopfer. Er tötet nur Frauen, die er kennt. Jedenfalls trifft dieses Täterprofil nicht auf Jeb zu. Wir werden ihn wohl freilassen müssen. Und das erkennen die also schon am Tatort? Es ist unglaublich, was die einem erzählen können. Die Opfer wurden ja alle in bestimmten sexuellen Positionen gefunden, aber es gab keine Vergewaltigung. Bei jedem Opfer fand man Rückstände von Alkohol. Wichtig für die Psychologen war, dass kein Kampf stattfand und das Alter der Opfer. Der Täter muss also jung sein. Und sehr, sehr unsicher in Bezug auf seine Sexualität. Und er ist ein männlicher Weißer. Verblüffend. Und wegen der Brutalität den Opfern gegenüber nach deren Tod. Zum Beispiel reißt er ihnen immer die Haare aus. Glauben wir, dass er ein bestimmtes Verhalten von ihnen erwartet hat. Die Mädchen dachten, er sucht Sex und das machte ihn wütend. Denn er wünscht sich Aufmerksamkeit und keinen Sex. Er ist wütend auf eine Frau in seiner Nähe. Wir glauben, dieser Bursche ist so jung, dass er möglicherweise noch zu Hause wohnt. Das wird wohl noch mehr als Wut sein. Ja. Er hat jedem Opfer Kreuze in die Augenlider geritzt. Und jeweils einen Ohrring mitgenommen, als Souvenir. Er ist besessen von seinen Opfern. Und er wollte auf jeden Fall an ihnen festhalten. Wieso diese Kreuze? Es kommt ihm so vor, als ob Frauen ihn nicht richtig sehen. Seine Wut könnte sich zum Beispiel gegen seine Mutter richten, die nicht erkennt, was er ist. Auf jeden Fall ist er wohl sehr krank. Valerie war heute im Laden. Du sollst um 8 kommen, also setz mich bloß zu Hause ab. Okay.
Sie sagte, der Ohrring, den ich gefunden habe, gehört ihr nicht. Dann muss er wohl von einer von Jennas Freundinnen sein. Tut mir leid, dass ich zu spät komme. Ed? Wo sind die Kinder? Die machen Hausaufgaben. Haben sie schon gegessen? Wo ist Leonard? Hat er angerufen? Rini, würdest du einen Moment stehen bleiben? Leonard hat abgesagt. Wieso das denn? Die Tochter dieser Hausers, die die Hütte kaufen wollten, wurde heute Nachmittag ermordet. Sie glauben, es war derselbe Mörder wie bei Katie. Wieso denken die das? Es war derselbe. Sie wurde in der gleichen Stellung gefunden. Also war es offensichtlich nicht Jeb. Sie werden ihn freilassen. Teddy! Na, Süße, was machst du gerade? Ich schreibe einen Aufsatz. Was gibt's? Ich habe nur eine kurze Frage an dich. Hat eine deiner Freundinnen einen Ohrring in unserem Wagen verloren? Vielleicht Madeline? Zum Durchstecken? Ja. Madeline hat keine Ohrlöcher. Oh, und du hast dir wohl auch nicht von irgendjemandem welche geliehen? Ich habe einen Ohrring in meinem Wagen gefunden und dachte... Nein, vielleicht hatte Teddy eine Verabredung und... Los ist. Ich bin ja da. Ich hatte einen schlimmen Traum, Daddy, und du, ihr wolltet dich wegschicken. Aber Schatz, das würden wir doch nie tun. Wir lieben dich über alles. Ja, aber wenn ich nun böse wäre. Das bist du doch nicht. Du bist ein guter Junge. Ja, ich weiß, aber vielleicht mache ich irgendwann mal was Böses und dann seid ihr bestimmt wütend auf mich, genau wie auf Daddy. Nein, Schätzchen, nein. Wir lieben dich. Wir lieben dich. Ganz egal, was passiert, wir empfinden für alle unsere Kinder die gleiche Liebe. Du bist Scott. Und ich liebe dich. Du bist einzigartig. Und es gibt niemanden wie dich auf der Welt. Ich muss mit dir reden, Ed. Aber wo soll ich anfangen? Erzähl's mir einfach. Ich habe solche Angst. Aber ich muss es sagen.
Was denn? Erzähl's mir. Du weißt, was ich denke. Ich empfinde solche Scham. Ich schäme mich. Du hast nichts getan. Du hast keinen Grund, dich zu schämen, Liebling. Nein, das hast du wirklich nicht. Das Ganze hat nichts mit dir zu tun. Wir wären beide nicht schuld daran. Was sollen wir jetzt tun? Weiß nicht. Erst müssen wir uns ganz sicher sein, bevor wir... Am besten sehen wir uns in seinem Zimmer um. Das habe ich schon getan. Was hast du denn gesucht? Ich weiß es nicht. Ich habe keine Ahnung. Mike sagt, dass er den Mädchen was abgenommen hat. Und was? Ohrringe. Nehmt ihnen immer einen Ohrring ab. Ist niemand da? Wenn ihr etwas passiert ist, oh Gott. Wir müssen zur Polizei. Sofort. Also, wo fahren wir hin? Das ist eine Überraschung. Gib mir wenigstens einen Hinweis, Teddy. Es ist mein absoluter Lieblingsort. Passen zusammen. Der eine war von Katie Whitehead, der andere von Deidre Kopp. Wo könnte Teddy im Moment sein? Dieser Laden, diese Bar, draußen an der Landstraße. Ja, da geht er gerne hin. Danke, dass ihr uns geholfen habt. Geht jetzt am besten nach Hause. Und hier hat deine Großmutter gelebt? Mhm. Es ist wirklich schön hier. Das Besteck fehlt noch. Ich freue mich sehr, dass du hier bist. Bitte lass sie ihn finden. Ed, dreh um, schnell. Wieso? Bitte mach schon, er ist in der Hütte. In Mutters Häuschen. Hä? So viele Nächte hier mit Großmutter gesessen. Und wir haben uns einfach nur die Sterne angesehen. Sie erzählte mir immer schöne Geschichten und all die Mythen über sie. Dann fragte ich Großmutter, wie sehr liebst du mich? Und sie antwortete, mehr noch, als du dort Sterne siehst. Und dann fing ich an, die Sterne zu zählen. Das hat sie lustig gefunden. Diese Weite dort oben ist unbegreiflich. All die Lichter, und sie leuchten und leuchten und leuchten. Bis in die Vergessenheit.
Nein, die Unendlichkeit. Komm her. Was? Ich bin doch hier. Nein, ich meine, komm her. Hast du das gemacht? Wer ist Joey? Hey! Was ist denn los mit dir? Nichts, gar nichts ist mit mir los. Also? Gar nichts ist mit mir, du blöde Kuh! Was hast du eben gesagt? Ich hab dich mit hierher genommen, um mich mit dir zu unterhalten, um mit dir ein wunderschönes Erlebnis zu teilen. Und du denkst nur daran, sich wie die Tiere herumzuwälzen. Fahr mich bitte nach Hause. Nein, sieh mich an! Lass mich los! Ich sieh mich an! Du siehst mich ja gar nicht an! Sieh mich doch an! Du bist durch den Flur und siehst mich nicht! Ja. Hör doch auf, Teddy! Ich sehe dich ja! Mein ganzes Leben lang versuche ich, mich bei dir bemerkbar zu machen! Was machst du da? Ich hab Angst! Wir sind beide in diesem Feuer gestorben. Joey hatte nur etwas mehr Glück. Du sagst, du bist für mich da, aber das stimmt nicht. Du sagst, du liebst mich, aber du kennst mich doch nicht. Du kennst mich doch nicht mal. Ich werde doch nichts sagen. Das sagst du immer. Aber so ist es auch. Liebling. Teddy? Teddy, wir finden einen Weg. Wir lieben dich doch. Dein Vater und ich lieben dich. Bitte. Gib mir noch eine Chance. Ich werde versuchen, dir eine bessere Mutter zu sein. Ich werde alles tun. Teddy? Mom? Aha. Joey hat das Feuer nicht gelegt. Ich war's. Und dann bin ich weggerannt. Es war nicht deine Schuld, Mom. Es war nie dein Fehler. Teddy, nein! Teddy, nein, nein, nein! Thank you.
Dies ist eine beängstigende Welt. Und ich sorge mich um meine Kinder. Das habe ich immer getan. Mein Leben lang wollte ich alles kontrollieren. Alles. Manchmal in ganz eigenartigen Augenblicken denke ich, dass ich ihn irgendwo zwischen den Leuten sehe. Und dann schnürt sich mir vor Schreck die Kehle zusammen und ich fühle mich so schuldig. Aber dann denke ich darüber nach, wie sehr ich ihn geliebt habe. Wie sehr ich ihn immer noch liebe. Leider ist es so, dass solche Dinge passieren. Wir werden nie erfahren, was in ihm vorgegangen ist. Das lag nicht an dir, das lag nicht an uns. Ich weiß, das ist schon klar. Schatz, du hast alles versucht, du hast dich wirklich bemüht. Wir alle wissen das. Wir müssen endlich loslassen. Lass uns unser Leben weiterleben. Ich kann nicht, ich kann auch nicht einfach auf Wiedersehen sagen. Aber das müssen wir. Die Zeit dafür ist reif. Liebling. Okay, dann lass mich bitte kurz allein. Egal, wohin ich gehe.